Wisst ihr, wer schwanger ist? Minas Mama! Und ob es ein Mädchen oder Junge ist, das finden wir heute heraus. Liked jetzt alle schon mal dieses Video und kommentiert mit Hashtag Team P. Hashtag Team P. Für immer, immer, immer. Hashtag Team P. Pink und Robux, unser Glück. Hashtag Team P. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt. Ihr könnt jetzt aber auch schon mal in die Kommentare schreiben, wird es ein Mädchen oder ein Junge? Oh mein Gott, Leute, stellt euch mal vor, Mina bekommt eine Schwester. Dann ist es auch im Team Pink. So, Leute, wir müssen jetzt auch ein paar Vorbereitungen machen, bevor wir zu Mina gehen. Und das Erste, was wir machen, wir brauchen auf jeden Fall so einen Gender-Ballon. Leute, kennt ihr das? Wenn ihr den Ballon aufplatzen lasst, dann ist da entweder pink oder blau. Oh mein Gott, Leute, ich freue mich so. Ich weiß ja schon, was es wird, ihr noch nicht. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, das wird richtig spannend. Und ich bin richtig auf Minas Reaktion gespannt, weil die Mama, die weiß es ja auch schon. Mina weiß, dass sie ein Geschwisterchen bekommt, aber sie weiß noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Oh mein Gott, Leute, wir holen auch noch andere Sachen, so Babyschnuller in, ich wollte gerade sagen, in welcher Farbe, aber ich darf es euch ja noch nicht verraten. So, Leute, jetzt geht's schnell einkaufen und dann flitzen wir zu Mina. Leute, ich bin jetzt auch schon bei der Mama-Abteilung, schaut mal. Da gibt es einfach so Mamis, die haben so einen Bauch. Oh mein Gott, Leute, so cool. Was sollen wir jetzt als allererstes holen? Leute, wir müssen jetzt entweder Jungs-Schnuller holen in Blau oder Mädchenschnuller in Pink. Oh Mann, Leute, das ist so cute. Auf jeden Fall entscheide ich mich jetzt für eins. Und ihr dürft nicht sehen, was für eins. Du weißt ja schon, was es ist. Genau, ne? Ich weiß es, aber ihr wisst es ja noch nicht. Und oh mein Gott, Leute, ich bin so auf Minas Reaktion gespannt. So, ich nehme jetzt eins. Guck mal weg kurz. Okay, ich guck weg. Okay. Leute, ihr könnt die Farbe nicht sehen, aber einen Schnuller, den habe ich jetzt schon mal. Als nächstes braucht das Baby ja eine Trinkflasche oder sowas. Oh mein Gott. Leute, schaut mal, was Barış hier gefunden hat. Ey, Barış, voll gute Idee. Ja, oder? Ja. Aber was wird's jetzt? Ey, warte mal ganz kurz. Hast du gerade mein Merch an? Ja, natürlich. Oh, Leute, ihr wisst, wann das online kommt. Am 6.4. um 14 Uhr kommt's online. Ey, das sieht voll cool aus. Ja, natürlich. Das zieh ich jeden Tag an. Ey, dein Ernst? Klar. Ach, das ist im Weiß an. Leute, das gibt es auch im Pink. Das kommt jetzt natürlich auch mit, aber ich sag euch jetzt nicht, welche Farbe ich davon mitnehme. Dann geht's auch weiter, Barış. Mhm. Für die Babys, für die gibt es auch so Buddies. Aha. Genau, die ziehen sie dann einfach so an, so als Neugeborene. Okay, lass mal sowas suchen. Leute, die Sachen sind auch so klein, weil die Babys, die neugeboren sind, sind so mini. Und was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind solche Knisterplüschtiere. Amina, wenn du dieses Video siehst, dann weißt du ja schon, was für ein Geschwisterchen du bekommst. Oh mein Gott. Weißt du, was wir jetzt noch machen müssen? Wir müssen das Baby-Ultraschallfoto noch ausdrucken. Leute, wir haben einfach von dem Baby schon ein Foto. Und das ist so, so, so klein noch. Also entweder im Pink oder im Blau. Oh mein Gott. Die rasseln noch, guck mal. Rasseln die? Dein Ernst? Hä? Wie cool ist das denn? Leute, das Foto von dem Ultraschall wird jetzt auch ausgedruckt. Und danach geht es zum Ballonladen. Und das wird jetzt natürlich der coolste Part. Also bleibt auf jeden Fall dran. Oh mein Gott, jetzt brauchen wir noch so eine Box, wo wir all das Ganze reintun. Weil wenn ich jetzt hier so eine pinke hier holen würde, wenn ich eine pinke Box holen würde, würde sie sagen, das ist doch ein Mädchen. Ja, und wenn ich eine blaue Box holen würde, würde sie sagen, das ist doch ein Junge. Das wäre natürlich alles keine Überraschung. Das heißt, wir müssen eine weiße Box holen. Ne, Barış? Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Guck mal, hier ist eine. Ja. Das ist auch in der perfekten Größe und da packen wir jetzt auch alles rein. Mhm. Okay, und danach gehen wir zum Ballonladen. Ey, oh, zeig doch nicht. Ja, sie haben es nicht gesehen. Leute, wenn die jetzt hier stoppen, ne, und sich das doppelt angucken. Nein, 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 nicht. Ey, nicht, Barış. Ja, okay, jetzt müssen wir auch zum Ballonladen. Leute, da gibt es so schwarze Ballons mit jeweils pinker oder blauer Konfetti. Das ist so cool. Barış, was machst du denn da drüben? Ja, aber ich hab doch jetzt schon eine. Barış, ich hab doch schon eine, die hier. Nein, da steht doch Happy Birthday drauf. Barış, hör auf. Komm jetzt, komm, wir müssen an die Kasse jetzt. Wir müssen jetzt zum Ballonladen. Mina wartet schon auf uns, los. Komm jetzt. So, Leute, die Box haben wir jetzt auch. Und wo müssen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir zum Ballonladen. Oh mein Gott, guck mal, der ist doch hier. Oh, Partyladen. Ey, das wird so eine coole Party, wenn wir bei Mina sind. Ey, das wird eine fette Party. Die wird das ja, die wird das ja aufplatzen. Stimmt, den Ballon müssen wir aufplatzen lassen. Ja. Wir haben das. Ich hoffe auch. Lass mal gucken. Oh mein Gott, hier gibt es so viele verschiedene. Also bei dem hier steht Boy or Girl.
Und hier steht da, da ist extra blaue Konfetti drin. Bei dem ist pinkes Konfetti drin. Leute, ihr müsst auf jeden Fall noch dranbleiben. Das wird so cool. Es gibt sogar noch extra Ballons. Guck mal, da steht It's a Girl. Oh mein Gott, Leute, wenn es ein Mädchen ist, dann wird das so cool. Dann wird es Team Pink. Mann, stellt euch mal vor, es wird einfach ein Junge. Egal, kann ja auch passieren. Kommentiert schon mal, was ihr denkt, was es wird. Oh mein Gott, guck mal, was hier noch gibt. Leute, hier kommt entweder blaue Konfetti raus oder pinke. Leute, das ist richtig cool. Blau? Mhm. Oder pink? Ja, wir müssen jetzt entscheiden, ohne dass die Community guckt. Das Richtige jetzt. Du kommst ja wirklich das Richtige? Das Richtige. Ich hoffe, die haben wir nicht gesehen, ne? Du weißt, wenn die das pausieren, dann sehen sie das. Ich hoffe, keiner macht Pause, Leute. Leute, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Und ja, ich freue mich einfach unnormal darauf. Ihr wisst, ich kann es euch immer noch nicht sagen, aber vielleicht habt ihr das ja irgendwie schon in dem Video rausgefunden. Wegen Barisch, Barisch. Was du hast voll auffällig gemacht, ne? Mann, ja. Ah, auf jeden Fall, jetzt geht's los zu Mina. Oh mein Gott. Leute, ich bin jetzt bei Mina angekommen. Hey, Mina. Hey, Dante. Weißt du eigentlich, was wir heute machen? Hm? Oh mein Gott, Leute, sie weiß es einfach nicht. Echt jetzt? Hat dir deine Mutter noch nichts erzählt? Oh mein Gott, Leute. Also auf jeden Fall. Also Mina, du bekommst ja heute ein Geschwisterchen. Ja, ich weiß, hat meine Mama mir schon gesagt. Ja, aber sie hat dir ja noch nicht gesagt, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, oder? Oh mein Gott, und heute wirst du einen Ballon platzen lassen und dann kommt ja entweder pink oder blau raus. Ja, seid ihr auch schon gespannt? Freust du dich auf Team Pink oder Team Blau? Team Pink. Oh mein Gott, hoffentlich wird es ein pinkes Baby. Leute, ich weiß es ja schon, aber also, Mina weiß es kein nicht. Kein pinkes Baby? Ah ja. Mädchen. Sie versteht, glaube ich, was ich meine. Also, wir müssen einen Ballon jetzt aufpusten, Mina. Das ist in schwarz, du kannst ruhig gucken. Aber innen drin ist halt Konfetti drin. Hast du vielleicht eine Ballonpumpe oder sowas? Ja, ich glaube schon. Echt jetzt? Oh mein Gott, kannst du sie bringen? Okay. Oh mein Gott, hä? Seit wann hast du deine Ballonpumpe? Schon lange. Machst du das immer mit den Ballons? Ja. Voll cool. Aber ich muss mal gucken, ob okay. Leute, Mina hat so eine Ballonpumpe. Wie kriegst du das denn? Das passt doch jetzt perfekt. Da muss ich nicht die ganze Zeit pusten, weißt du, Mina? Okay, Leute, ich muss jetzt warten. Mina bringt das gleich. Oh mein Gott. Leute, schaut mal, wir sehen schon, was das ist. Ey, hier drin ist Konfetti. Ach so, ihr dürft ja auch gar nicht gucken. Wir wissen es. Ey, keiner weiß es, nur du und ich wissen es. Ich weiß. Ey, das wird so krass. Ey, mega, du musst es auf jeden Fall im Bad machen. Ja, weil man kann sehen, was für eine Farbe genau, das ist. Genau, ich mach das mal kurz geheim. Okay, okay. So, weil bis ich gleich. Ich muss Konfetti hier in den Ballon füllen, aber... Oh mein Gott, Leute, das ist so cool. Oh mein Gott, Leute, jetzt ist es soweit. Junge oder Mädchen. Wer bringt das eigentlich zum Platzen? Ich glaube ich. Du? Okay, das ist ja auch Minas Bruder oder Schwester. Leute, jetzt ist es einfach soweit. Unsere Partykanone ist sogar hier in der Ecke. Und ja, Mina, bist du bereit? Ja. Okay, Mädchen oder Junge? Ja! Like auf jeden Fall für dieses süße Video. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.